Hallo und herzlich willkommen zu der kleinen Wolle-Plauderei. Mein Name ist Tanja und ich habe das Gefühl, ich habe so viele neue Zuschauer bekommen seit dem letzten Tessel-Video, also seit dem letzten Strick-Podcast, dass ich mich kurz nochmal vorstellen möchte. Mein Name ist Tanja, ich bin 46 Jahre alt, ich lebe in Hannover. Ich habe hier mal mit den Kindern gelebt. Die Kinder sind jetzt alle ausgezogen. Und ich habe einen Wolle-Shop, der heißt Asta Zimmermann, benannt nach meiner liebsten Oma. Und zwar nach meiner Oma Asta Zimmermann. Man sieht sie hier. Dort. Ist so lustig. Ich glaube, ihr seht jetzt auch das Handy. Ist sie nicht hübsch? Der Opa ist auch nicht schlecht. Das war so 1942 und das war just der Moment, wo sich Asta Zimmermann anfing in wollte ich schon sagen. Das Englisch kommt bei mir doch sehr durch. In Asta Laubach zu verwandeln. Asta Zimmermann ist ihr Mädchenname. Ja, aber da hat sie dann eben diesen Mann geheiratet und dann wurde sie Asta Laubach. Aber Asta Zimmermann heißt halt mein Wolle-Shop. Und Asta Zimmermann hatte Geburtstag am 20. August. Aber die ist leider gestorben 2004. Ja. Leute. Ja, und genau. Also herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal, in dem es eigentlich um Stricken geht. In letzter Zeit, und das macht mich so rasend, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich stricke wirklich die ganze Zeit an dem Adventskalendertuch. Und es ist halt so süß. Irgendwer hat mir mal geschrieben, ja, was ist das denn für ein Adventskalender? Der ist halt leider schon sehr lange ausverkauft. Aber ich hatte ja die tolle Idee, und ich bin ja immer begeistert. Ich bin ja immer begeistert von meinen Ideen, also von vielen Ideen. Es mangelt mir nie an Begeisterung. Ich hatte eine Idee, eine Färbeidee. Und ich hatte eine Set-Idee. Die war einfach von Anfang an da. Dann habe ich gedacht, ja Mensch, daraus. Und dann dachte ich so, im November, Dezember ist ja auch alles immer meistens leider stressig. Wenn man da so ein ganz einfaches Tuch hat. Also im Prinzip einen Gegenentwurf zu Steven West-Tüchern. Also gar nicht so bunt. Und sehr, 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 sehr einfach. Und da habe ich gedacht, also ein Tuch, das kann ich mir ausdenken, das kriege ich hin. Und da bin ich halt immer noch dabei. Da bin ich jetzt aber am Ende fast angekommen. Also es ist ein fantastisches Teil geworden. Und ich hoffe so, dass es euch gefällt. Und es macht mich richtig fertig, dass ich das die ganze Zeit nicht zeigen kann. Das ist richtig beknackt. Und weil ich natürlich auch nicht unermesslich viel Zeit habe, schaffe ich natürlich auch nicht, jetzt irgendwas anderes zu stricken, weil ich möchte es ja auch fertig bekommen, damit ich es dann entlassen kann. Und nicht 195.000 Leuten schreiben muss, hier ist euer Geld. Hat nicht geklappt mit dem Adventskalender. Nein. Das wäre das große Scheitern vor Weihnachten. Aber damit es eben nicht dazu kommt, widme ich mich halt sehr liebevoll diesem Adventskalender. Ich habe mir erstmal einen Kaffee gemacht, jetzt ist hier überall Lippenstift. Ach Leute. Ein Hoch auf die kälteren Temperaturen. Das ist sehr angenehm. Also heute, jetzt habe ich mich vorgestellt, genau. Also unermesslich viele Kommentare unter dem letzten Video. Ich schaffe das, so viele Kommentare nicht zu beantworten und dann tut mir das leid, wenn ich davon nur 20 beantworte, weil ich mich über jeden Kommentar wirklich richtig freue. Ich weiß, ich wiederhole mich immer, aber es ist wirklich wahr. Ihr seid einfach wirklich klasse. So viel kann ich mir leider auch nicht merken, das ist ja auch so ein Thema, aber... Ach so süß, bei zu dem letzten Strick-Podcast hat eine liebe Frau geschrieben, ich hatte ja gesagt, dass es mir sehr aufgefallen ist, dass Tessel so voll war. Das war natürlich Hauptsaison und so. Und
Ich vergleiche das dann ja natürlich nicht mit Mallorca, da war ich irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr. Kenne ich nur die Fernsehbilder. Also ich vergleiche das dann natürlich mit Römö, was ist das Einzige, was ich kenne. Und die hat dann so süß geschrieben, dass sie das so toll fand, hat man auf meinen Bildern gar nicht gesehen. Aber ich meine, ihr wisst natürlich schon, ich filme ja meinen Blick auf die Welt, ja. Und da filme ich dann natürlich nicht die doofen Sachen, die ich doof finde, sondern da versuche ich ja die schönen Sachen, die ich schön finde. Es ist ja, man filmt ja nicht das echte Leben. Man filmt ja einen kleinen Ausschnitt des Schönen. Und eine von euch hat auch geschrieben, ob ich da eine Drohne verwendet hätte. Ich war ja ohne meinen Mann dort, ne, der das ja sonst immer macht. Also meistens macht, wenn wir zusammen inzwischen, mache ich das auch sehr viel, um ihn da ein bisschen zu entlasten, den armen Mann. Nein, ich habe das alles mit meiner Handykamera gefilmt. Und ich habe das so perfektioniert und integriert. Es fällt kaum noch auf, wenn ich das mache, weil man muss ja auch mal ein bisschen aufpassen, nicht bei den Kindern da, ne, wenn man da ewig mit so einem. Ist ja nicht so schön. Und ich vermute, sie meint halt, ich habe dann auf der Fähre auch gefilmt und da habe ich mein sehr, sehr teures Handy, ja, habe ich über die Reling gehalten, weil da die Möwen immer so ganz dicht um die Köpfe flogen. Und dann fuhr halt diese Fähre und ich hing über der Reling mit diesem Gerät und dachte mir die ganze Zeit, wenn jetzt eine Möwe mir wirklich nahe kommt, dann lasse ich das ja automatisch fallen. Dann, ja, das sind die Abenteuer meiner Podcasts. Aber es ist nicht passiert, aber es hätte sehr gut passieren können. Es wäre sehr doof gewesen. Ja, also normalerweise ist es so, wer die früheren Podcasts schaut, so vor 1,5 bis 2 Monaten, eigentlich, also ich mache immer alle 3 Wochen einen größeren Podcast, wenn es sich anbietet mit meinem Leben, auch von irgendwo, wo ich gerade halt bin, mit so ein paar Videos und Eindrücken. Und ich mache zwischendurch immer so eine kleine Wolleplauderei. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Schock für die neuen Zuschauer, weil es gibt nichts, nur mich, wie ich hier sitze. Passiert nichts anderes. Das ist ja, das ist halt so. Ich bin ja nicht immer irgendwo und mache irgendwas Tolles. Ich wollte auf was hinaus. Genau. Und dann habe ich normalerweise, zumindest in jedem größeren Podcast, alle 3 Wochen auch was Gestricktes fertig. Das muss ich, also das ist wirklich wahr. Auch wenn sich da jetzt noch kaum mehr einer dran erinnern kann. Und ich bin ja dann so quasi überrollt worden von meiner Adventskalender-Idee. Weil, das ist ganz süß, hier steht jetzt meine Omi. Also ein so hübsches Hochzeitsbild, muss man ja echt mal sagen, ist ein Knaller. Ja, also ich hatte das ja alles groß angekündigt. Und auch in dem Podcast angekündigt, den Adventskalender. Und dann hatte ich, weiß nicht, 15 Stück in meinen Shop eingestellt und das ist eine Menge, die sehr überschaubar ist. Ne? Es ist ja schon, so ein Adventskalender ist schon, weiß ich nicht, gefühlt 100-mal mehr Arbeit, als einfach nur normal für ein Shop-Update Wolle zu färben. Und da hatte ich das alles so groß überall angekündigt und dann war das, als ich es reingestellt habe, innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde komplett ausverkauft. Und dann habe ich so viele Anfragen und E-Mails gekriegt. Und dann dachte ich, Leute fühlen sich doch verschaukelt. Ich bewerbe das wie geisteskrank und dann gibt es das eigentlich gar nicht. Und dann habe ich halt die Stückzahl immer weiter hochgestellt. Und also tatsächlich jetzt nicht aus Geldgier, sondern weil ich das unangenehm und weil ich fand es unangenehm und ich fand, mir tat das auch leid. Ja? Weil da muss man, also ich hatte da nur gar nicht mit gerechnet. Mit diesem Ansturm. Naja, und jetzt ist das natürlich alles viel, viel mehr Arbeit, als ich das die letzten Jahre hatte, wenn ich einen Adventskalender hatte, gemacht habe. Und ja, aber und deswegen bin ich da jetzt so viel mit beschäftigt, weil ich ja trotzdem noch Shop-Updates mache, dass ich natürlich ein bisschen weniger Strickzeit habe. Und diese Strickzeit verwende ich jetzt auf dieses Tuch, was zum Glück wirklich fast.
Und dadurch konnte ich das Tuch hier nicht zeigen von diesem Adventskalender. Und dadurch, ja, guckt ihr jetzt in die Röhre. Und, ach Leute, es ist auch schon wieder so viel schief gegangen. Nein, ich raste bald aus. Jetzt ist ja ein Kind, das kommt jetzt auch noch hinzu, ist jetzt von Lübeck nach Leipzig gezogen. Ich habe zwar wirklich keinen einzigen Karton geschleppt, ich bin weder in Lübeck noch in Leipzig jetzt gewesen, aber ich hatte trotzdem irgendwie gefühlt sehr viel damit zu tun. So, jetzt sind natürlich Teile der Kinder wieder hier. Also nicht Teile der Kinder, sondern Kinder sind hier. Und ich bin ja dann nicht mehr so drauf eingestellt. Also ich habe meinen Alltag jetzt ja so umgestellt, dass der passt für meinen Mann und mich, ja, und mein Arbeitspensum und alles. Wenn jetzt aber noch mehr Leute sind, ist das natürlich alles, kommt mal wieder zu nichts, ne? Und ein Kind ist ja von Amsterdam nach Schottland gezogen und die möchte ich auch gerne besuchen gehen im Oktober. Und dann habe ich gebucht bei Opodo zwei Lufthansa-Flüge hin und zurück. Hannover, Edinburgh. Und habe ich eine Bestätigung bekommen. Und vor ein paar Tagen, Verzeihung, vor ein paar Tagen schickte mir Opodo eine E-Mail, dass mein Rückflug von Edinburgh oder Hannover, dass der von der Lufthansa gecancelt wurde. Dachte ich, dann habe ich da so geguckt in dem Menü und dann stand da, sie bieten mir zwei andere Optionen an, am selben Tag auch noch, zu einer einmal früher, einmal später. Und ich das angeklickt, dann habe ich auf Bestätigen gedrückt. Dann öffnet sich jedes Mal ein Fenster. Ups, tut uns leid, bitte rufen Sie uns an. Da habe ich jetzt nur schon 93 Mal angerufen. Man gerät nie an einen Menschen. Ich weiß, dieses Opodo-App-Scheißteil gibt mir keine Auskunft, ja, ob ich das Geld wieder bekomme, warum das nicht funktioniert. Ich erreiche dort niemanden. Also ich muss mich da jetzt nochmal richtig hinterklemmen, nur mir kommt da die Galle hoch. Ich kann das dann nicht, weil mich nervt das so, dass ich mich eigentlich nicht mehr damit beschäftigen will. Ich will damit einfach nichts mehr zu tun haben. Ich fahre Mitte Oktober, fliege ich nach Schottland und dann bleibe ich einfach da. Weil zurück ist ja jetzt nicht mehr. Ne? Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. Und dann habe ich mal parallel geguckt, was das jetzt so kosten würde, wenn ich jetzt mir einfach noch einen Flug buche von, also nochmal einen neuen Flug, also One-Way-Ticket da von Edinburgh nach Hannover. Das kostet aber irgendwie inzwischen über 300 Euro. Ein Flug. Ich habe für beide zusammen 170 bezahlt. Ja, also was da jetzt noch passiert, ich weiß nicht. Einen Reisepass habe ich auch noch nicht, weil ich das nicht geschafft habe, mich dazu aufzuraffen, als ich, als es noch so heiß war. Und ja. Also wir werden sehen, ihr werdet sehen, ich werde es auf jeden Fall erleben, wie es weitergeht. Höchstwahrscheinlich. So, die nächste Sache. Ich habe Wolle in England bestellt. Spinnfasern. Bei verschiedenen Leuten. Nicht nur bei John Arben. Und das war so witzig. Die brauchen ja immer Zeit. Das habe ich jetzt gelernt und das stört mich auch nicht mehr. Aber normalerweise schicken die, also die man bestellt, brauchen Zeit, dann kriegt man, antworten sie einem, wenn viel Zeit vergangen ist, dann kriegt man eine Rechnung, dann bezahlt man die Rechnung, dann brauchen sie Zeit und dann irgendwann kriegt man eine E-Mail, dass die Ware jetzt geliefert wird. Und so war das jetzt halt die letzten Male. Letzte Mal war es einmal. Jetzt habe ich gestern... kennt ihr ja auch, man ist zu Hause, alle sind da, die Klingel läuft, ja. Aber DHL klingelt nicht, sondern macht so ein Ding in Briefkasten. Also kann ich auch alles verstehen, weil ich möchte auch nicht bei DHL arbeiten. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengender Job. Da hatte ich einen Zettel im Briefkasten mit Zoll, also ein Paket abzuholen aus dem DHL-Shop. Und dann wusste ich ja, Zoll, das ist ja, nur ein Paket aus England sein. Ich habe aber weder eine E-Mail bekommen, noch eine Versandbenachrichtigung, noch irgendwas. Und ich konnte auf diesem Zettel, auf diesem Paketschein auch gar nicht erkennen,
Ob das jetzt tatsächlich von John Arben ist oder von diesem anderen Händler. Naja, aber dann bin ich heute noch zur Post und ich habe es auch schon in den Shop eingestellt, ja, und habe dieses Riesenpaket abgeholt. Also es gibt Spinnfasern. Aber erstmal zeige ich euch, ihr schreibt mir immer, ihr mögt das, wenn das alles nicht so organisiert ist hier, ne, in diesem Podcast. Ich hoffe, ich übertreibe es heute nicht mit der, mit dem Durcheinander. Oh Gott, jetzt habe ich den Gewinner, habe ich vorher ausgelost. Na, in der Wolleplauderei gibt es ja immer den Gewinner. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Es ging ja um diese beiden Stränge. 400 Meter auf 100 Gramm. 100% Merino-Wolle. Die hat ja jemand gewonnen. Ich habe den Namen vergessen. Ich schreibe den unter das Video. Irgendwas mit Kick. Oh Mann. Also, herzlichen Glückwunsch. Es tut mir leid. Aber es sind schöne Stränge. So, das war der Gewinn. Das ging jetzt ruckzuck. Ich zeige euch jetzt mal schnell, was ich gefärbt habe. Das habe ich ja schon am Freitag in den Shop gestellt. Es tut mir leid, dass es hier jetzt etwas knistert. Diese ganzen Ausführungen über mein Paket abholen heute, die habe ich auch jetzt nur deswegen angebracht hier, weil das hat jetzt alles wieder meinen Zeitplan so durcheinander gebracht. Gestern wollte ich schon aufnehmen. Gestern habe ich es nicht gemacht, weil ich Kopfschmerzen hatte. Jetzt hat das hier, dieses Ganze, das in den Shop einpflegen, so lange gedauert, dass ich das jetzt hier nicht alles auspacken konnte. Jetzt ist das hier alles in diesen Tüten und ich möchte es euch aber halt trotzdem zeigen. Und ich habe ja das Shop-Update schon am Freitag, den 2.9. online gestellt. Ist leider auch schon ein bisschen, was heißt leider? Gott sei Dank ist auch schon was ausverkauft, aber ich meine leider jetzt, wäre es halt schöner, ich könnte alles zeigen. Ne? Und so zeige ich euch jetzt nur, was meines Wissens noch im Shop ist. Und zwar, Namen weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist, wie es ist. Der Mensch wird ja so verbraucht, wie er ist. Wunderschöne Wolle. Und zwar ist das eine Neuheit bei Asta Zimmermann. Das kann man auch als Sockenwolle nehmen, weil es zu 85% aus feinster Merino-Wolle besteht, also 19,5 Mikron, und zu 15% aus Nylon, aber keine Ahnung mehr, wie man es ausspricht, biodegradable. Das ist eine Katastrophe heute. Das ist halt so ein Bio-Nylon, was innerhalb kürzester Zeit, nach ein paar Jahren oder so, oder einem halben Jahr, oder ich weiß es auch nicht mehr, steht alles im Shop. Ist unerträglich mit mir heute, ne? Zerfällt das auf dem Kompost, aber es zerfällt nicht an den Füßen, es zerfällt nicht am Hals, es zerfällt nicht im Kleiderschrank. Also da müssen schon Kompostbedingungen erfüllt werden. Ich kann es auch mal aufmachen. Das heißt, man kann halt, und es ist dreifach verzwirnt, ich muss gucken, dass ich es nicht in den Kaffee halte, es hat eine sehr schöne Zwirnung, finde ich. Und es ist halt auch schön. Es ist schön gefärbt. Ich muss diesen Kaffee jetzt mal irgendwie in Sicherheit bringen. Guckt mal. Ach nee, wo ist es hier? Ja, also, ich meine, also ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie der Name ist. Das ist sehr schön. Und es sind 430 Meter auf 100 Gramm. Das ist wirklich schön. Es ist so, hat so blau, ein bisschen so türkis. Das ist wirklich schön. So, dann gibt es noch, das ist ausverkauft, eine wunderschöne, ach, wartet mal. Ist das denn jetzt hier alles?
Ich hatte doch noch was, was noch ausverkauft war. Wo ist denn das? Oh Mann, ich hatte auch eine sehr schöne Färbung gemacht, Elfenstaub. Aber die ist, Gott sei Dank und leider, ist die schon weg. Aber die ist sehr, sehr schön geworden. Guck mal. Also, ich komme da jetzt gerade nicht dran. Ich hoffe, ihr strickt schön. Aber was auch wirklich toll geworden ist, das ist auf 100% Merino, ist diese Färbung. Und zwar ist das so ein wirklich schönes Bordeaux in allen Schattierungen und hat da auch noch so ein bisschen so was Goldbraunes. Guck mal, ob ich da. Also wirklich, wirklich schön. Ich mache hier nochmal so ein Ding auf. Na, also ist so ganz, hat hellere Stellen und auch so sattere Stellen und hat dann eben hier auch so ein paar Sprenkel. Da. Und hat eben ja, hier, es ist einfach, also schon so ein bisschen herbstlich und total schön. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig machen, weil wenn ich meine Uhr um habe und diese strenge Stränge, dann bleibt man da manchmal hängen. Und das ist natürlich nicht so schön. Also ich hatte noch mehr auf dieser Bio-Dingens-Wolle gefärbt, aber ich hätte mir das ja alles in so eine riesen John-Abend-Tüte gemacht, damit ich dieses Shop-Update gleich hier so ein bisschen zusammen habe. Aber was ich noch gefärbt habe, ist auf 100% Blueface Lester wunderbare herbstliche Farben. Ich mache immer das alles einmal jetzt im Schnelldurchlauf. 400 Meter auf 100 Gramm. Und also was ihr hier seht, sind keine Haare, sondern es sind Flusen von der Schafwolle. Das ist Superwash. Schaut mal. Und ist eben überhaupt nicht kratzig, aber ein bisschen, also ein bisschen weniger weich als das, welche Farbe fehlt noch? Waren das alle Farben? Ich glaube, das waren alle Farben. Habe ich eben so ein schönes Grau, so ein schönes Gold. Ist ein bisschen dunkler, weil das Licht ist ja hier an und es ist ein bisschen hell. Ein schönes Pink, was auch schön hier mit ist. Und also dieses Gold geht ja mit allem. Ne? Auch damit ein schönes Lila, ein schönes Grau. Ja, also sind das nur 5 Farben? Ich dachte, ich hätte da mehr. Also jedenfalls, das habe ich auch gefärbt und das eignet sich richtig gut für einen Pullover. Ich hätte nur einfach diesen Podcast jetzt gar nicht mehr gemacht, wenn ich mich jetzt hier heute nicht einfach hingesetzt hätte. Also ich gelobe wirklich Besserung und wenn es euch nervt, bitte schaltet einfach weg. So, ihr Lieben, eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, es sind leider schon 24 Minuten um und es ist nicht viel passiert. Ich möchte euch jetzt gerne noch die John-Abend-Bestellung zeigen. Das interessiert ja nicht alle mit den Spinnfasern. Ja, Spinnen war auch mal ein Hobby von mir, aber irgendwann komme ich da auch wieder zu. Ja, wir sehen uns wieder auf jeden Fall noch im September mit einem richtigen Strick-Podcast, also mein Tuch, das wird jetzt dieses Wochenende spätestens Anfang der Woche fertig. Da werde ich jetzt auch gleich weiter stricken und ich freue mich über alle lieben Kommentare. Ich schreibe die Gewinnerinnen. Es sollte eigentlich mehrere Gewinnerinnen geben, aber ich mache beim nächsten
Strickpodcast verlose ich ein bisschen mehr Wolle. Es waren so viele Teilnehmer, dass mir das irgendwie total leid tut, wenn das so nur einer was kriegt. Ich würde am liebsten euch allen was schicken. So. Ja, also dann sehen wir uns wieder im September. Für alle, die jetzt nicht noch John Arben gucken wollen. Ja. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Herbst. Juhu, der Herbst. Und macht euch keine Sorgen. Guckt hoffnungsvoll in die Zukunft und seid ganz lieb von mir gegrüßt und gedrückt und mit den besten Wünschen versehen. Bis bald, jetzt kommt John Arben. John Arben, original von John Arben verpackt, haben wir hier einmal dieses Apple Door. Es lässt sich traumhaft verspinnen, es tut mir leid fürs Geknister, es ist 40% Devon Close Wool, 40% Romney und 20% Exmoor Blueface. Seht ihr jetzt auch noch falsch rum. Mein Mann, der ist bei einer Fortbildung, der kann da jetzt auch nichts gerade machen, also richtig rum machen. Und es ist eine traumhafte Farbe. Na, und das sind ja deren Originalfarben, also die spinnen ja ihre Wolle selber in der Mühle. Und das verwenden die für ihre Originalgarne. Man kann sich auf deren Website sozusagen angucken, wenn die das industriell verspinnen mit ihren Maschinen, was für eine Farbe da rauskommt. Es ist einfach zauberhaft. Schaut euch das an. Es ist warm und robust. Und was wollen wir? Einen warmen und robusten Winter. In jeder Hinsicht. So, das müsste Slack My Girl sein. Ja, ich habe recht. Das hatte ich auch schon beim letzten Mal bestellt. Das ging weg wie nichts. Deswegen habe ich es jetzt nochmal bestellt. Auch in einer ausreichenden Menge. Kommt da nicht gute Laune auf? Guck mal. Oh. Es ist so schön und es gehört alles hier. Dann eine neue Farbe, die ich das letzte Mal nicht hatte, und zwar Sheep's Nose. Appledore ist ja alles nach Apfelsorten benannt und wahrscheinlich gibt es eben auch eine englische Apfelsorte, die heißt Sheep's Nose. Und guckt euch mal diesen märchenhaften Traum aus dieser super Qualität an. Es ist so ein Braun da drin, so ein bisschen Blau da drin und einfach... dieser Geruch. Der entschädigt für den ganzen Ärger, den ich hatte. Mit Opodo. So, dann geht's los. Dann ist das hier auch eine neue Farbe. Oh, so schön. Es kann übrigens sein, dass ich das noch nie gekauft habe. Also auch für mich nicht privat. Tom Putt. Das ist blau mit grau mit Grün, seht ihr das? Und Petrol. Das ist Tom Putt. Das hier müsste Winter Stubbard sein, auch eine Apfelsorte. Ja, ich bin schon sehr gut. Habe ich euch die schon gezeigt? Nee, das war Sheep's Nose. Das ist halt mit Braun und ein bisschen Blau. Und weiß. Ach, stellt euch das mal versponnen vor. Oh, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ich muss aufhören. Oh, es ist ein Traum. Das macht mich jetzt wirklich ein bisschen glücklich. Das muss ich jetzt echt mal sagen. So, und dann noch eine neue Farbe. Das hier hatten wir schon. Ist da hinten noch was? Ha! Da sehe ich, glaube ich, auch einen von meinen verfärbten Strängen, die ich eben nicht gefunden habe. Das ist Alice Bitter. Ein ganz tolles, so ein Fuchsia.
Pink, also Lions, ach, keine Ahnung. Ihr seht es ja. Also und Grün. Ach, es ist auch so schön. Guckt euch das an. Schade, dass ich es euch nicht einfach so rüberreichen kann. Da würde man sich viel Arbeit sparen. So, das war von Kurt. Ach, hier. Ich habe einfach diese Tüten jetzt hier nämlich alle nur so hingepfeffert. Das müsste, keine Ahnung, haben sie hier noch einen Zettel reingemacht, die Menschen. Ach, ja, das ist auch was Tolles, keine Ahnung, wie man es, Geovil Sour, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist mehr was für die Blau-Fans. Blau, ein bisschen braun, grün. Oh. So, ihr Lieben, ich glaube, es fehlt nur noch eins. Und zwar Pick-Snout, müsste das sein. Schweinchen-Schnauze, warum auch immer ein Apfel so heißt. Ja, das ist das hier. Etwas Knalligeres. Mit Gelb. Oh, und gucken, was das für ein goldenes, sattes, weiches Gelb ist. Ach, ihr Lieben, so, als kleine Nachlese dieses wahnsinnig beruhigenden Podcastes komme ich jetzt endlich zu der Färbung, die ich auch noch auf diesem Bio, das ist, ich vergesse, wie es heißt, aber das ist auch sehr hübsch und wie gesagt, man kann auch Socken draus machen. Da ist es auch so ein bisschen da. Und es ist ultra weich. Hier. Richtig schön. Ja, ihr Lieben, es ist doch irgendwie eine halbe Stunde um. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Freude. Und ich werde jetzt rübergehen. Ich werde mein Nebelreichtuch nehmen. Das ist jetzt schon riesengroß. Ja. Also immerhin eine Gemeinsamkeit doch mit den Westchen-Werken. Ich finde es echt so schön. Ich hoffe so, dass ihr das auch schön findet. Aber alle, die das jetzt bestellt haben, die können ja auch was anderes stricken. Die müssen ja nicht dieses Tuch machen. Also ich drück euch ganz lieb. Ich wünsche allen, die im Urlaub waren, ein gutes Nachhausekommen. Und wir sehen uns im September. Und ich habe jetzt tatsächlich bessere Laune als vor einer halben Stunde. Könnt ihr mal sehen. Seht ihr? Also macht es gut. Mein Mann ist ja nicht da. Ich muss jetzt alles selber aus- und anmachen. Und keiner schneidet mir was weg. Übrigens, Blumen gab es dieses Shop-Update auch nicht. Aber da gibt es doch noch eine. Ich weiß gar nicht, warum die hier liegt. Eine Blume mit Wolle. So, ihr Lieben, also macht es gut. Wir sehen uns wieder. Tschüss.